Ah, guten Morgen. Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Dieses Jahr lese ich aus verschiedenen Andachten, aus Bibelleseplänen der YouVersion Bible App vor. Ein tolles Instrument in unserer Zeit, das ich dir nur wärmstens empfehlen kann, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist. YouVersion Bible App gibt es sowohl für Android als auch für Apple. Und heute lese ich etwas über unscheinbare Menschen oder scheinbar unscheinbare Menschen vor, nämlich die Hirten. Die Hirten, die im Grunde genommen eher so Gangster waren. Auf jeden Fall wollte sie irgendwie keiner bei seiner Familienfeier dabei haben. Sie durften noch nicht mal als Zeugen vor Gericht aussagen. Und irgendwie waren das jedenfalls Leute, von denen man am wenigsten erwartet hat, dass Gott sie als allererstes mit dieser guten Nachricht, dass er selber einer von uns werden will, beglücken würde. Aber genau das ist passiert. Und das ist für mich auch ein wesentlicher Aspekt von Weihnachten, dass da, wo du dich gerade unbedeutend fühlst und denkst, du wirst immer übergangen und niemand traut dir irgendetwas zu, da passiert dieses Wunder von Weihnachten. Gott kommt und sagt, hey, ich muss mal mit dir reden. So, stell dir doch einfach mal vor, du befindest dich also mitten in der Nacht an einem abgelegenen Strand. Während du auf dem weichen, kühlen Sand des Strandes entlang gehst, schreibt da jemand in dieser Andacht, brauchen deine Augen möglicherweise etwas Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Es gibt keine Straßenbeleuchtung, keine Laternen, keine Taschenlampen. Aber dann schaust du in den Himmel und bleibst voller Ehrfurcht stehen, fasziniert von der Schönheit und Klarheit der zahlreichen Sterne. Da es kein künstliches Licht gibt, was ihre Leuchtkraft schmälern würde, wirken diese Sterne heller und klarer, als du sie jemals zuvor gesehen hast. Manchmal braucht es die völlige Dunkelheit, um das Licht zu sehen, das die ganze Zeit schon um uns herum war. Was so fern war, ist jetzt überraschend deutlich. Und jetzt stell dir nur mal die Hirten vor, die in völliger Dunkelheit waren, als ihnen des Nachts die Engel erschienen. Sie waren wahrscheinlich am Gähnen und hielten am Horizont Ausschau nach Raubtieren, die ihre Herden angreifen könnten. Auch ihre Augen hatten sich an die völlige Dunkelheit gewöhnt und nur der Nachthimmel diente ihnen als Lichtquelle. Und die Bibel sagt, dass als der Engel erschien, die Herrlichkeit des Herrn die Hirten umleuchtete, umstrahlte. In Lukas 2, Vers 9. Und die Hirten erschraken natürlich verständlicherweise, wenn man an Engel und das strahlende Licht von Gottes Herrlichkeit denkt. Normalerweise wurden diese unreinen Ausgestoßenen von der Gesellschaft ferngehalten. Aber jetzt standen sie plötzlich im Rampenlicht. Sie wurden gesehen. Sie hatten wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass gerade zu ihnen die Nachricht von der Geburt des Messias, des Erlösers, kommen würde und Gott Hirten benutzen würde, um die Ankunft von dem Lamm Gottes zu verkünden. Gott sprach zu unscheinbaren Menschen. Und das hat er immer wieder getan. Er sprach zu einem bescheidenen, jungfräulichen Mädchen, zu ihrem Verlobten, dem Zimmermann, zu unberührbaren Hirten. Diese unscheinbaren Menschen sollten auf unerwartete Weise zu seinen Boten werden. Jahre später wurden weitere unscheinbare Menschen in dieser Zeit, nämlich Frauen, die in dieser Zeit noch viel, viel weniger galten, als man es heute immer wieder empfindet und mitbekommt. Und diese unscheinbaren Menschen hat Gott auserwählt, die Nachricht von Jesu Auferstehung zu überbringen. Sie waren die Ersten, denen Jesus sich gezeigt hat nach seiner Auferstehung.
So, und jetzt magst du dich vielleicht selbst wie ein unscheinbarer Kandidat fühlen, aber Gott kann dich gebrauchen, um den Retter in dieser Weihnachtszeit zu verkünden. Er kann dich gebrauchen, Licht in eine müde, dunkle Welt zu strahlen. Und darum stell dir heute einfach mal folgende Fragen oder denk über diese Fragen nach. Erstens, wann war das letzte Mal, dass du gute Nachrichten erhalten hast? Und wer hat dir diese Neuigkeiten überbracht? Zweitens, wenn du ein Stadtmensch gewesen wärst und dir Hirten die Nachricht von Jesu Geburt gebracht hätten, wie hättest du darauf reagiert? Und drittens schließlich, Gott gebraucht unscheinbare Menschen, um sein Reich auf dieser Erde zu verwirklichen. Wie kann diese Tatsache dich diese Woche in dieser Adventszeit an diesem Tag heute ermutigen? In diesem Sinne einen wunderbaren Tag für dich und ich freue mich darauf, morgen mit dir ein neues Hoffnungstürchen zu öffnen. Kaffee. Bis dann.